Hi Leute, dieses Video hat jetzt rein gar nichts mit Beauty oder irgendwas zu tun. Heute ist einfach ein verflixter Tag. Ich weiß nicht, was los ist. Also zuallererst hat es einfach so angefangen. Ich bin nach Hause, habe den Kleinen in die Kita gebracht, bin nach Hause, dachte mir, yay, jetzt drehst du ein Video. Ja, habe meine Morgenroutine abgedreht und mittendrin kriege ich einen Anruf. Zuerst muss ich erzählen, ich habe die abgedreht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt kannst du ja noch das Video abdrehen, was du mit Pinky Clouching dir ausgedacht hast, weil wir wollten ja so ein Video machen, dass wir uns mit den Sachen, die wir uns zugeschickt haben gegenseitig, dass wir uns damit schminken. So, und dann dachte ich mir, okay, nach der Morgenroutine kannst du das dann auch noch abdrehen. Und was ist dann passiert? Ich krieg mitten im Video einen Anruf von der Kita. Mein Sohn wurde ins Ohr von einer Wespe gestochen oder ja, hier so am Ohr. Jetzt sein ganzes Ohr natürlich knallrot, ich musste ihn abholen, konnte das mit dem Video natürlich vergessen, aber ist egal, mein Sohn ist natürlich wichtiger. Und was ist jetzt? Ich komme nach Hause, mache das Gefrierfach auf, ich weiß nicht, ich wollte ihm da so ein Tuch reinlegen, damit es schön kühl wird, damit er sich das darauf legen kann. Und jetzt guck mal, was jetzt passiert ist. Gefrierfach? Einfach mal eingefroren. Das ist alles eingefroren, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe hier... Hier auf dem Boden liegen auch schon so ein paar Eisreste. Ich habe hier schon mit dem Messer probiert, das irgendwie... Es geht nicht auf. Außer das unterste Fach. Das geht auf, aber hier oben kann man total vergessen. Ich ziehe wie so eine Blöde dran und das geht nicht auf. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ah! Und ich dachte mir, ist doch irgendwie lustig. Werde ich jetzt mal versuchen abzumachen und ja, ich filme das einfach mal, warum nicht? Kann ja auch mal ein Video sein ohne Beauty, ich meine, sowas passiert ja auch nicht alle Tage. Dass hier irgendwie das Gefrierfach total einfriert. Ich probiere jetzt mal die Kamera anders zu positionieren im Moment. So, also, so müsste es besser sein und ich nehme jetzt einfach hier so ein Brotmesser, Buttermesser und hack das jetzt ab und ihr seid live dabei. Ach du Scheiße, oh Gott. Nicht, wie das passiert ist. Warum ist das hier alles vereist? Ich habe das auch nicht irgendwie höher gestellt oder sowas. Auf eine höhere Gefrierstufe. Ich verstehe es nicht. Es ist immer noch auf derselben Stufe hier. Da sieht man jetzt nicht, aber es ist auch egal. Und hier oben ist auch alles total vereist. Moment, dass ihr das mal seht. Also ich hoffe, ich krieg's dann wieder auf. Kann ich das ja jetzt auch nicht lassen. Das ist doch nicht normal. Ich weiß nicht, wie ich das... Oh Gott. Das ist alles eingeeist. Ach du meine Güte. Oh Gott. Alles innen drin auch vereist. Ich weiß nicht, wie ich das hier wieder, wie ich das da rausnehmen soll. Das gibt's ja gar nicht. Oh, weia. Das Mama. Ja, guck mal. Was soll ich gucken, Marc? Warum magst du das hier, Mama? Ja, schließt das wieder. Ein geborenes Satz. Wie ist das passiert? Du stehst im Bildschirm. Guck mal, ich nehme auf. Ja. Nicht reingucken, nicht. Na gut. Ja, okay. Das da oben lasse ich das noch. Ich werde. Okay, die Anzeige steht auf minus 30. Ja. Ich werde das jetzt mal ein bisschen tiefer machen. Oh. Wer weiß, wie das zustande kam. Letztens ist auch der Kühlschrank ausgelaufen, weil hinten friert irgendwie immer alles ein. Da bildet sich dann so eine fette Eisschicht und irgendwann läuft das ab und läuft dann oben hier raus. Und vielleicht ist das dann hier reingelaufen, ich weiß aber nicht. Also anders kann ich es mir nicht erklären, dass das Wasser reingelaufen ist und dann halt alles zugefroren.
So, also die Kamera ist mittendrin ausgegangen. Ich weiß jetzt nicht, wo es geendet hat, aber ich denke, ihr habt das alles noch gesehen. Und ja, also ich habe jetzt ein bisschen abgekratzt und alles. Und ja, das war's einfach. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und ja, auch wenn das jetzt mal ein ganz anderes Video war, hoffe ich, dass ihr mir trotzdem noch treu bleibt. Ich meine, ja, muss ja nicht sich immer alles um Beauty drehen. Ich meine, sowas passiert ja auch nicht alle Tage, oder? Ja, okay. Ich sag erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.